Haus ein großer Stromausfall. Also der hat so circa 3 Stunden gedauert. Das heißt, ein Rollstuhlfahrer kann keinen Aufzug benutzen, also kommt nicht, wäre hier nicht in den Speisesaal gekommen, nicht in die Ergo gekommen. Das heißt, wir mussten alle auf unseren gewohnten Stockwerken frühstücken und die Zeit halt verbringen. Und ich denke, das haben wir eigentlich ganz gut gelöst. Stimmt. Gell? Stimmt. Stromausfall. Genau. Ja. Oh, Gott, ich echte Wienerle? Gut, perfekt. Widerstrom, der Hundi, Widerstrom, der Hundi, Widerstrom. Nee, das passt, das ist okay. Hörst du die Regentürmer husten? Die sie ihre Gänge ziehen? Sie verschwindet und zu verschwindet, auch nimmer, nimmer wieder. Thank you.
uns. Und der kommt alle 2 Jahre. Und das macht uns immer große Freude, da, uns dran zu beteiligen an der Ausfahrt. Und das macht der Herr Haberhauer, der da ein paar Kollegen von sich immer einlädt dazu. Und, ja. Das ist der Porsche Club Heilbronn. Und ich finde es klasse, dass es so eine Möglichkeit gibt, für uns gerade mit unserer Behinderung, dass wir daran teilnehmen können. Und wir haben ja nicht oft die Gelegenheit, solche tollen Autos zu fahren. Und ich finde es echt klasse, dass es hier geht. Bekommen und uns einen schönen Märchenabend gegönnt. Jeder Banküberfall war wohl nix. Lebte dort natürlich auch eine wunderschöne Prinzessin. Ja.
Ich bin ein Reihe, Tag gewacht. Ein Reihe,
so viel verspricht. Ein Leben hier nach Westen. Kämpfe es nicht sehen. Etwa 25.000 Flüchtlinge aus Syrien sind seit Jahresbeginn nach Deutschland gekommen. Sie hoffen hier auf ein Leben in Frieden und Sicherheit. Doch für viele heißt es erstmal warten. Es können Monate vergehen, bis sie wissen, ob sie hier bleiben können. Arbeit oder Deutschkurse gibt es in dieser Zeit für die wenigsten. Anders in Krautheim, einer kleinen Stadt in Hohenlohe. Angelika Hensoldt mit einem schönen Beispiel über ein kleines bisschen Glück. Es ist die Hölle, aus der Ali geflohen ist. Kämpfen war überall, in jeder Straße. Ist überall gefährlich, irgendwo. Man kann in kleinen Moment gestorben sein. Doch Ali hat es geschafft. Er ist angekommen, im Frieden, in Krautheim, in einer Einrichtung für Menschen mit schwerer körperlicher Behinderung. Oder darf ich du sagen, Frau Jakob? Lebensfreude statt Todesangst. Alltag ohne Krieg. Du weißt, du weißt. Weiß ich schon, ehrlich. Die Flucht des 22-Jährigen war gefährlich, lebensbedrohlich, traumatisch. Mit dem Lastwagen, dem Schiff und zu Fuß war er monatelang unterwegs. Wollen Sie Tee trinken? Alkoholfreie Tee. Aber Ali blickt nicht zurück. Er betreut jetzt Menschen mit Behinderung mit viel Liebe und Einsatz. Mit voller Kraft hat er sich in sein neues Leben geworfen und so ruckzuck auch Deutsch gelernt. Gell, Frau Volkmann? Die Leute hier sind sehr, sehr nett. Von denen kann man viel lernen. Nicht nur die Sprache, die Kultur von Deutschland und von Krautheim. Ich finde, der Ali macht deine Arbeit einfach hier wunderbar. Aber nicht nur er, sondern auch deine Landsleute. Auch Ahmad ist aus Syrien geflohen. Er ist als Hausmeister in der Behinderteneinrichtung beschäftigt. Dafür bekommt er wie alle Flüchtlinge den gesetzlich festgelegten Stundenlohn von 1,05 Euro. Ein Glück für den gelernten Seefahrer, übersetzt Ali. Hier, die Leute sind sehr nett. Arbeiten hier ist viel besser als zu Hause bleiben. Rumsitzen will auch Serdar nicht. Er hat einen Job in der Wäscherei, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten. Er kann super bügeln, mangeln, Wäsche zusammenlegen. Wir verstehen uns alle gut. Die anderen hier auch sehr gut. Und ich bin jetzt sehr glücklich. Dafür, dass das Glück zurückgekommen ist zu den drei Männern, ist auch Norman Valrosta verantwortlich. Er hat ihnen die Jobs in der gemeinnützigen Einrichtung verschafft. Menschen mit Behinderung haben auch oft Probleme, integriert zu werden. Müssen auch dafür kämpfen, integriert zu werden. Und da gab es sehr schnell einen Schulterschluss zwischen den Asylbewerbern und den Menschen mit Behinderung. Ali und die anderen hatten in Syrien kaum Kontakt zu Menschen mit Behinderung. Berührungsängste haben sie nicht. Ey, super. Sechs. Sie sind immer dabei, auch in ihrer Freizeit, wenn irgendwelche Feste oder Feiern veranstaltet werden, Ausflüge. Eigentlich ohne Syrer geht hier nichts mehr. Es ist ein Geben und Nehmen, das alle zusammen hier vor dem Fernseher Revue passieren lassen. Die Flüchtlinge organisierten ein syrisches Fest. War toller Tag. Wir haben gefeiert wie in Syrien. Und die Heimbewohner luden ein zum bayerischen Abend. Ali hat einen langen Weg hinter sich und mittlerweile fühlt er sich heimisch. Also, ich bin Krautheimer. Jetzt will er den nächsten Schritt machen. Er träumt von einer Ausbildung als Heilerziehungspfleger. Eine Stelle in seiner Einrichtung hat er sicher. Doch noch fehlt die Aufenthaltserlaubnis. Erst wenn Ali die hat, ist er endgültig angekommen. Im Frieden,
im neuen Leben in Krautheim. Ja, ich war aufgeregt. Es war sehr schön. Weißt, jetzt bin ich sehr berühmt. In Krautheim, vielleicht in Deutschland auch, weiß ich nicht. Ja, ich habe. Die Idee hat mir gefallen. Okay. Oh ja, erzähl mal, das interessiert mich auch. Interessiert ja auch. Ja. Naja, war sehr schön.